Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Battlefield Hardline. 4. Juli ist es, der Unabhängigkeitstag der USA. Wir befinden uns in Miami und sehen hier ein schönes Feuerwerk. Und wollen jetzt ein Chefbüro suchen, genau wie Kai sagt, denn wir sind dabei, Dawes an den Kragen zu gehen. Und der Plan funktioniert bisher, auch wenn wir ein paar Umstände hatten natürlich. Ein paar Probleme definitiv. Können wir jetzt wieder hier durch dieses Gebäude schreiten und werden sicherlich die ein oder andere Konfrontation noch haben. Und jetzt geht's dem Polizeichef von Los Angeles, der mittlerweile eine eigene Privatarmee aufgebaut hat, an den Kragen. Was haben wir denn hier Schönes? Preferred Outcomes, so heißt das System, so heißt die Firma, so heißt das Unternehmen. Lasst es krachen, ihr Wasserratten. Der Wassertank wird sich in den Schacht entleeren. 10-4. Also gut. Das auf dem Foto ist Dawes Frau. Analysieren wir direkt mal. Dawes Frau. Hab sie ein paar Mal getroffen. War ziemlich nett. Oh, hübsche Frau, oder? Hey, hat Dawes seine Mails offen gelassen? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sollten mal weiterfahren, oder? Hier haben wir noch irgendwo ein Beweismaterial. Ein letztes... Aha, die Mails wahrscheinlich. Na, perfekt. Dawes wollte Kang loswerden. Er hat bekommen, was er wollte. Na, so läuft's. Und Kang kennen wir ja noch, das war dieser koreanische Drogenboss. Der von der koreanischen Mafia, der hatte auch eine problematische Frau, die Popstar werden wollte. Oh, 72 Grad. Irgendwie ist das die Standardtemperatur, ne? Fahrenheit natürlich. Und wir fahren mal nach oben. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Das hast du jetzt davon. Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Okay. Der Sprengsatz wird gezündet und dann wird das ganze Gebäude geflutet wegen dem Wassertank. Wollen wir mal. Yeah! Oh oh. Das könnte interessant werden. Alles gut, das Zeichen der Taucher. Oder der Chefköche in Italien. Okay, schnell nach oben. Solange noch Wasser im Aufzugsschacht ist. 200.000 Gallonen sollen das sein. Mitten im Hochhaus im Aufzugsschacht tauchen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal mache. Auch nicht virtuell. Eine coole Idee irgendwie. Und da sind wir. Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Los, irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Nein. Dawes will hier bestimmt keine Cops haben. Da ist auch der gute Tyson. Hey Tyson, alles fit? Da draußen, hast du dir gemütlich gemacht? Ich brauche etwas, mit dem ich die Tür öffnen kann. Okay. Schön, dass ihr beide noch am Leben seid. Ich sag's mal so, für den Ex-Bullen hat Dawes Geschmack. Das da, das ist ein $24.000-Tischchen.
Kennst du diese Magazine für Reiche, die die wirklich Reichen gar nicht lesen? Hab ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch Neandertalern weiß ich Luxus zu schätzen. Sorgt dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Okay, wir müssen uns umsehen. Der Tresor muss hier irgendwo sein. Dor ist leider auch nicht zu Hause. Aber den werden wir bestimmt noch treffen, in Kürze. Wir nehmen ihm das, was ihm am liebsten ist. Wen haben wir denn da? Oh, todkranke Ehefrau? Jetzt ändert sich das aber alles ein wenig. Dors Frau war sehr krank. Es war Krebs. Danach war Dors nicht mehr derselbe. So läuft die Geschichte von Dors also ab. Hast du am Kamin schon gescannt? Mach ich gleich. Schau mich hier erstmal um. Was für eine Bude. Was für eine Hütte, echt krass. Sieht schon heftig aus. Und da kommt ein Hurricane und alles ist kaputt. Ja, lass mich doch hier erstmal gemütlich umschauen. Wir haben doch jetzt keine Probleme. Bis die hier oben sind, das dauert. Die müssen erstmal den halben Laden abpumpen. Auch eine schöne Badewanne. Außerdem ist das ein Let's Play, da kann man ruhig mal ein bisschen zeigen. Okay. Wollen wir mal den Kamin scannen? Hier gibt es auch noch einen anderen Beweis. Vielleicht holen wir uns den auch noch. Komm. Aha. Auf dem Computer sind Kontoumsätze geöffnet. Erhalten Abbuchung. 3,2 Millionen. Nicht schlecht. Das macht Fettkohle. Oder ist das hier Diebstahl? Wer weiß. Hier haben wir auch noch mal ein paar Waffen. Da können wir uns jetzt noch mal umrüsten. Was haben wir denn eigentlich noch mal als... Ja, wir haben schon coole Waffen. Die AKS könnten wir auch mal ausprobieren. So einfach mal als kleinen Ersatz. Komm, nehmen wir eine Optik. Was nehmen wir da? SRS-02, Zubehör, größeres Magazin, Laservisier brauchen wir nicht drauf. Schalldämpfer wäre nicht schlecht hier oben. Und wir nehmen mal den Kurzgriff. Tarnung vor allem. Tarnung Standard. Auch nicht schlecht. Voll das überdimensionierte Visier für die Waffe, aber egal. Funktioniert. Läuft. Okay. Den Kamin soll ich scannen. Was haben wir denn da Schönes? Idiot. Oh, hallo. Ich glaube, Dors hat als Kind so viele Comics gelesen. Nicht also schlecht. Also gut. Das sollte reichen. An dem Ding haben wir so ein Laservisier. Okay, Brecher, dann leg los. Du lässt ihn ganz allein? Was soll ich denn machen? Ihn anfeuern? Und ihr liest weiter Luxusmagazine. Leute, es gibt schlechte Neuigkeiten. Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario? Ja? Yeah. So viele. Okay, da sind sie. Wo? Bereit machen. Von wo kommen die vor allem? Wir sollten nach oben. Ja, das ist auch... Oh, das sind... Alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Okay, verdammte Axt. Wir werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Jetzt wird der Riesenfall, oder was? Wir müssen die Kerle aufhalten. Von wo kommen die denn? Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Da sind sie. Wir müssen ausschwärmen. Okay, ein bisschen C4 habe ich gesetzt. Alle, die da langrennen, haben ein Problem nachher. Scanner. Scanner, Heckenpenner. Immer die Augen aufmachen! Seht nach, ob hier irgendwo einer ist. Sie
Sie kommen der Sache näher. Um eins wäre schon da, aber ich muss geduldig bleiben. Shit, das war nicht gut. Dann feil dich halt. Auf die alte Mode. Auch wenn wir keine Fashion-Magazine lesen. Weiter geht's. Ihr Schweine. Schönes Ding. Die gute alte AKS, ne? Freue ich mich. Ebenfalls. Es war mir eine Ehre. Bodenschuss. Das war's schon. Wie lange braucht der Brecher noch? Gehen wir kurz in die Ausrüstung und jetzt nehmen wir mal ein anderes Gadget und zwar. Wo haben wir sie denn? Lasermin. Ha! Wunderbar. Wenn er fertig ist. Die haben den Strom abgestellt. Da sind doch welche. Wenn du ein Infrarotvisier hast, setz es ein. Habe ich gerade nicht am Start. Aber das lief auch so ganz gut, komm. Yeah! Leider nicht durch meine Laserminen gelaufen irgendwie, oder? Du leuchtest ganz schön, mein kleiner Klabautermann. Weihnachtsbaum-Style oder was? Okay, da kommt der einer um die Ecke. Er ist eine Etage über mir. Ich warte jetzt mal auf die Burschen wieder. Effizient. Erledigt. Ich bleib dran, Freunde, ich bleib dran. So schnell kriegen die mich ja nicht down. Yo, einmal rumgesprayt. Graffiti-Style. Was macht ihr denn da drüben? Die sollte doch aufhalten. Oh, die sind schon eine Etage höher, habe ich das Dumpfe, ne? Boah. Jetzt wird's eng. Nachladen kurz mal. Man sieht nicht genau, wenn man die, ob man die getötet hat oder nicht, wegen dem Licht. Das schimmert doch sehr nach. Andererseits fallen die dementsprechend auf. Yeah. Das war ja ein leichtes. Der Brecher hat's geschafft. In der Zeit sacken wir nochmal gerade hier. Komm, jetzt haben wir die AKS mal ausprobiert und jetzt können wir vielleicht nochmal eine andere Waffe wählen, ganz kurz. Die SOCOM ist natürlich auch gut. Die Saiger. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so Experimente. PTR 91. Komm, PTR 91. Das Cobra-Visier finde ich super. Holo-Visier ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir Holo-Visier. Und Magazinvergrößerung. Taglight ist zu auffällig. Schalldämpfer hier nicht verkehrt. Und der Kurzgriff, der war nicht verkehrt. So. Na komm schon. Ich werd verrückt, der Chef ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Oh oh. Zurück! Scheiße! Tyson! Oh Scheiße! Kai? Er lebt! Die Weste hat ihn gerettet. Hey, bleib bei mir. Ich bin da. Er muss sofort hier raus. Komm, Chef, steh auf. Das Geld ist weg. Bring ihn zum Seil. Hier lang. Dawes wusste, dass wir kommen. Der Safe ist leer, verdammte Axt. Der Drecksack. Und spielt uns noch ein Liedchen. Deswegen war der Safe auch so auffällig. Die Büste am Kamin. Hoffentlich wird Tyson das überleben. Die Polizei klingelt schon, wir müssen weiter. Du hast mich nicht erwischt. Ich schätze, ne? Faszinierend, wie hartnäckig du bist. Es ist nicht vorbei. Glaub mir das. Weißt du was? Das glaube ich dir. Ehrlich. Ja, dann machen wir es doch ganz einfach. Ich bin auf Santa Rosa, da ist nicht. Ich weiß genau, wo das ist. Dann komm doch her. Ich warte, Junge. Verdammt! Den Drecksack schnappen wir uns. Zum Boot gelangt.
Okay. Wiggle, wiggle. Oma fängt dich auf, okay? Oma, Taschen kommt runter! Festhalten, ich bin hinter dir! Wo sind sie? Fuck! Findet sie! Check den Balkon! Los jetzt! Da sind sie! Halt! Sehen wir! Los, los! Oh Mann, oh Mann, jetzt aber Dalli! Oh, oh shit, Helikopter! Scheiße! Was zur Hölle? Okay, wir gehen noch eine Etage tiefer. Bams! Yeah! Wir hängen an dem Heli dran, alter Schwede! Hallo, Jungs. Ja, so kommen wir auch nach unten, will ich mal sagen. Und rollen. So eine Scheiße! Diese scheiß Presse, Leute. Okay, weiter geht's. Alles okay? Erstmal hier lang. Scheiße, Mann! Wir haben Befehle, Mendoza! Die Waffe ist nicht unbedingt die richtige für die Nummer. Uns war noch einer. Ich stehe ja mittendrin. Boah, das war ganz knapp. Mega krass Leben bekommen gerade noch so. Die Waffe ist scheiße für die Nummer. Die ist echt scheiße für die Nummer. Ich brauche mehr Feuerkraft. Okay, hier bin ich noch im Spielfeld. Finde ich ja blöd, dass ich nicht da außen rumrennen kann. Weil wer will schon die komplette Konfrontation nehmen, wenn es eine Ausweichmöglichkeit gibt. Wir sind unterwegs! Zurück! Beeilt euch lieber! Fuck! Okay, ich geh runter. Hey, hier drüben, Nick. Weiter geht's, komm, Kai. Wir fighten uns da durch. Los, schnapp dir das Boot. Oh, jetzt aber schnell. Mann, 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 was für ein Abgang. Richtig Action hier. Da kommt noch wer. Du bist viel Geld wert. Du das Gleiche. Hey, hey. Du leider nicht. Zumindest mir nicht. Okay, ich laufe. Ich laufe. Ich laufe so schnell ich kann. Kai, komm schnell. Los, los, los! Ty, Ty! Hey, komm, lass die Augen. Durchkomm! Keine Ahnung. Er sieht übel aus. Oh, Scheiße. Ich fahre. Du hilfst Kai. Oh! Wo fährst du hin? Wir müssen zu Dross. Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt. Und das hat er tatsächlich. Dors hat uns verraten, wo er sich befindet. Und da werden wir in der nächsten Folge hindüsen und dem Typen endlich das Handwerk legen, hoffentlich. Das mit dem Safe war nur eine Riesenfinte. Tyson ist verletzt. Und wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie wieder sammeln. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Battlefield Hardline. Sicher für einen von den Guten. Gute gibt's nicht, Junge.